ZDF-Reporter, wenn Muslime in Deutschland sich zum Gebet versammeln, dann geschieht das ja meist ganz friedlich und unauffällig in kleinen Moscheen, in Hinterhöfen oder in Industriegebieten. Ganz anders in Mönchengladbach. Da gibt es heftige Proteste gegen einen Verein von Muslimen, die den Koran sehr eigenwillig auslegen, sogenannte Salafisten. Gebürtige Deutsche geben hier den Ton an. Die meisten haben sich als junge Erwachsene dieser Gemeinschaft angeschlossen, fasziniert von der Selbstgewissheit der Anführer und von einem schlichten Weltbild, das klar unterscheidet zwischen Freund und Feind und Gut und Böse. Unser Reporter Peter Schran über einen Verein, mit dem wohl die meisten Muslime in Deutschland lieber nichts zu tun haben wollen. Mönchengladbach am Freitagmittag. Der deutsche Sven Lau predigt vor Glaubensbrüdern, umgeben von Anwohnern und Polizei. Wir sind Gottergebene, von einem Gottergebene geht keine Gefahr aus. Wir sind die friedlichsten Menschen auf dieser Erde. Wir rufen zu Frieden. Bärtige Männer im Kaftan, versteuerte Frauen. Dass das Grundgesetz auch ihnen die Religions- und Versammlungsfreiheit garantiert, manchem fällt das schwer zu akzeptieren. Auch Anwohnerin Martina Keller fühlt sich herausgefordert. Das ist ein öffentlicher Platz und keine Gebetsstunde. Das ist angemeldet hier als Veranstaltung. Und ich möchte nicht, dass wir sowas hier in Deutschland haben. Das ist eine Schande. Verpiss dich, Sexobjekt, zischt der Ordner. Die Stimmung ist aufgeheizt. Die Polizei achtet darauf, dass die Diskussionen nicht handgreiflich werden. Der Vorbeter Sven Lau war früher Brandmeister bei der Feuerwehr. Nun führt er eine bunte Gruppe von Gläubigen an, die sich zu den Salafisten zählt. Für die Salafisten gilt nur die Koranfassung aus der Frühzeit des Islam, aus dem 7. Jahrhundert. Viele Deutsche sind darunter, die zum Islam konvertierten. Sie gehorchen strengen Regeln, als Belohnung lockt Allahs Paradies. Darum fastet man zum Beispiel mehr oder betet nachts mehr, liest mehr, weil man wirklich nur wegen der Belohnung das halt macht und nicht, weil man halt unterdrückt ist. Früher beteten die Salafisten in einem ehemaligen Supermarkt. Niemand störte sich daran. Als sie das Haus kauften, wurden die Behörden hellhörig. Als Versammlungsraum ist das Gebäude nicht zugelassen. Die Stadt untersagte die Weiternutzung aus baurechtlichen Gründen. 100 Meter weiter in einer Mehrzweckhalle tagt die Bürgerinitiative gegen das geplante Missionszentrum. Zugleich wollen sie einen klaren Trennstrich zu rechtsextremen Gruppierungen ziehen. Ihr Sprecher Wilfried Schulz legt Wert auf die Abgrenzung zu Rechtsradikalen. Die auch versucht haben, die Angelegenheit gleich von vornherein zu instrumentalisieren, haben wir alle gehabt, pro NRW, NPD, die ihre Aufzüge gemacht haben. Einlass zur Bürgerversammlung, Hunderte kommen. Sie sind gegen die geplante Islamschule. Sie wollen das Missionszentrum nicht vor ihrer Tür haben. Mit dabei auch Joachim Stude, städtischer Angestellter. Wir leben nicht mehr im Mittelalter, wir haben 2010. Das geht nicht. Und das ist das, was die werden jetzt gleich hören, die Bürger haben Angst. Dass die Salafisten sich vom Terrorismus abgrenzen, Anwohner wie Maria Soka und ihre Freundin, beruhigt das nicht. Man denke nur an den 11. September. Und wenn da schon gesagt wird, dass das halt sehr radikal ist, was dahinter steckt, das hat viel mit Angst zu tun. Draußen treffen wir Sven Lau, den Prediger des Salafistenvereins. Er zeigt Verständnis für die Besorgnis der Anwohner. Also, dass Sorge sich breit macht und dass Bedenken sind, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Erst recht nach der ganzen Berichterstattung in den letzten Wochen. Ja, ich meine, wenn man uns, ich meine, meine Akte ist total weiß, ich habe nichts verbrochen in diesem Land. Und wenn Leute, die nichts verbrochen haben, ja, wenn die dann auf einmal am 11. September in Verbindung gebracht werden mit Terror und all diese ganzen Sachen, das ist eine Unverschämtheit. Sie würden sich dabei abgrenzen. Sie wollen mit 11. September nichts zu tun haben, mit Gewalt in keiner Form. Das ist ein großes Verbrechen, was da stattgefunden hat, und wir verabscheuen das abgrundtief. Die Bürger in der Halle, sie wollen an die rechtsstaatliche Gesinnung der Salafisten nicht recht glauben. Versammlungsleiter Schulz beruft sich auf die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes. Der stuft die Gruppe als islamistisch und radikalisierend ein. Weil es hier nicht um die Muslime geht, sondern um eine extremistische Gruppe, um eine extremistische Veranstaltung, die uns möglicherweise alle in unserem Kern bedroht. Kein hochrangiger Politiker lässt sich den Abend über hier sehen. Für Joachim Stude ist das Maß jetzt voll. Konkret sagen kann, wir gehen auf die Straße, wir gehen zum Rathaus und jetzt hebt die Hände dafür. Am Montag geht's los.
jetzt los? Ein diffuses Unwohlsein hat die Menschen in Mönchengladbach erfasst. Konkrete Straftaten werfen sie den Salafisten nicht vor. Doch die bärtigen Männer im Kaftan und ihr offensives Auftreten, das ist vielen unheimlich. Wir wollen sie näher kennenlernen. Der Islamprediger Sven Lau wohnt in dieser Straße. Wir schellen und werden hineingelassen. Lau hat 4 Kinder, ist 29 Jahre alt. Sein muslimischer Name Abu Adam. Seine Frau stammt aus Marokko. Wenn Männer zu Besuch kommen, trägt sie stets die muslimische Vollverschleierung. Das schreibe der Koran in seiner ursprünglichen Form vor, sagt sie. Ja, das ist meine reine Überzeugung. Und ich folge halt der Auslegung, beziehungsweise damals in Zeit unseres Propheten. Die Frauen haben es getragen und deswegen möchte ich das dann auch tragen. Theoretisch, meint Sven Lau, erlaube es der Koran auch, dass ein Mann seine Frau schlage. Allerdings nur unter so strengen Bedingungen, dass es praktisch unmöglich sei. Wenn jemand das auch machen sollte, dürfen keine Druckstellen zurückbleiben, keine blauen Flecken und keine roten Flecken. Und das heißt für mich auch dasselbe, wie will man jemanden schlagen, ohne dass irgendetwas zurückbleibt. Ja, ja wie denn? Da müssen wir mal beibringen. Seine Frau zu schlagen, für ihn komme das nicht in Frage. Arbeiten jedoch gehe seine Frau nicht. Lau betreibt einen Laden, verkauft Reisen nach Mekka und islamische Accessoires. Unseren Fragen, ob er für die Steinigung von Ehebrecherinnen nach Scharia-Recht eintritt, weicht er aus. Er wird prinzipiell. Ich meine, das ist ja absoluter Schwachsinn, dass wir gewisse Dinge jetzt von heute auf morgen hier durchführen könnten. Ja, das müssen sie aber, wenn sie könnten. Was man würde, wenn man kann, ist eine andere Sache, aber wie weit ist die weg, diese Theorie? Sagen wir mal, Sie haben die Mehrheit. Ja, schauen Sie mal, das sind alles Theorien. Für Scharia würden Sie ja sagen, wenn es irgendwie geht, bin ich dafür. Ja. So, ich habe Ihnen ja gesagt, eine Herzenssache von einem Gläubigen ist eine andere Sache, ist eine Sache. Ja, und momentan herrscht hier die Demokratie und wir bleiben, solange... Sie aber eigentlich nicht wollen, wenn ich Sie richtig verstehe. Ich habe Ihnen noch eben gesagt, jeder Gläubige wünscht sich einen Gottesstaat. Jeder Gläubige. Rund 500 Bürger gehen an diesem Tag im Mönchengladbacher Stadtteil Aiken auf die Straße. Demonstrationszug gegen die islamischen Salafisten. Zusätzlich befeuert haben den Unmut Presseberichte, wonach ein Predigerkollege von Sven Lau angeblich die Steinigung untreuer Frauen befürwortet habe. Was stört Sie besonders an der Salafitenschule? Wir gehören nämlich zusammen. Ich brauchte jetzt nicht viele Worte sagen. Steinigung? Im Iran und hier die Antwort. Das ist unser Hauptproblem. Frauenrechte. Danke. Unverständnis nicht nur bei Deutschstämmigen und Christen. Unter den Teilnehmern des Protestzuges treffen wir auch einige Muslime, unter anderem einen jungen Ingenieur. Özgür Ünal stammt aus der Türkei, ist selber gläubiger Moslem, aber die Salafisten findet auch eher befremdlich. Ich möchte jetzt wirklich nicht abfällig reden über irgendwen, aber die präsentieren sich ja eigentlich ein bisschen hinterwäldlerisch mit ihren Klamotten und ihrem Erscheinungsbild, dem dicken Bart und so, ja. Solche Leute diskreditieren auch unglaublich den Islam. Also ich sag mal, kein normaler Moslem würde solchen Menschen beipflichten oder das gut heißen, was die so in die Welt setzen. Am späten Abend in Mönchengladbach. Ein Vorbeter hat zum Nachtgebet gerufen, wieder auf dem Marktplatz. Vermutlich wird das vorerst jeden Abend so sein, denn die Stadtverwaltung hat die bisherigen Gebetsräume der Salafisten versiegelt, aus baurechtlichen Gründen. Zur gleichen Zeit im Wohnhaus nebenan recherchieren Wilfried Schulz und 2 Mitstreiter aus der Bürgerbewegung im Internet. Sie wollen wissen, ob es wirklich stimmt, der Salafistenverein das Schlagen von Ehefrauen befürwortet und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen. Auf der Internetseite der Salafisten äußert sich zu diesem Thema ein amerikanischer Prediger. Willkürliches Prügeln lehnt er ab, doch in einem Video heißt es wörtlich, eine Art körperlichen Tadelns, um die Frau zur Tugend zurückzubringen, das ist erlaubt. Und dann entdecken sie noch etwas, ein Video des prominentesten deutschen Salafistenpredigers Pierre Vogel. Darin werden Journalisten, die angeblich falsch über den Konflikt von Mönchengladbach berichtet haben, namentlich angeprangert. Und wir kennen euren Namen, ihr solltet euch alle etwas schämen. Ihr sollt euch gefälligst was schämen, weil ihr große Lügner seid. Ihr sollt keine Angst vor der Islamisierung haben. Ihr sollt Angst davor haben, zu sterben, ohne den Islam anzunehmen.
Das ist schon gespenstisch. Das ist ja also faschistoid, muss ich sagen, vom Gesamteindruck her. Ja, das bringt mich nur auf den Gedanken, also da auf gar keinen Fall, jetzt erst recht nicht mehr nachzulassen. Denn hier, das wollen wir auf gar keinen Fall. Mittlerweile ist es nach 22 Uhr auf dem Marktplatz. Immer noch beten die Salafisten ihr Nachtgebet. Das dürfen sie. Das Grundgesetz erlaubt ihnen das. Die Religionsfreiheit und die Versammlungsfreiheit, sie gehören zu den Fundamenten des Rechtsstaats. Doch der Anblick der fremdartig gewandeten Männer stellt die demokratische Gesinnung der Anwohner auf eine harte Probe. Deshalb wird unsere Toleranz ausgenutzt. Die halten sich ja nicht am Grund. Unser Grundgesetz fesselt uns. Und irgendwann ist das zu Ende. Dann ist das zu Ende. Demokratie ist verwundbar, kein Thema. Demokratie, ja. Die Salafisten wollen nicht aufgeben und haben angekündigt, solange sie ihr Gebetshaus nicht beziehen dürfen und keine Alternative haben, würden sie weiter unter freiem Himmel beten. Die Haus